Die Crew plant einen Einsatz auf dem Planeten Mandalay, um aus einem Turm wichtige Daten zu extrahieren. Dratnon und Balthazar schleichen sich in den Turm, lösen aber Alarm aus und werden getrennt. Lelio und Ilara sammeln unterdessen Informationen auf dem Markt. Ilara wird kurzzeitig von einer fremden Macht kontrolliert und tötet einen Wachmann. Natascha und Picaro wollen sich in einer Fastfood-Filiale stärken, werden aber um die Pommes geprellt. Natascha besorgt sich in einer Bar ID-Karten. Ilara wird auf die Rebellion teleportiert, da eine Verbindung zum Psionika besteht. Auf der Brücke kommt es zu Chaos und Schüssen, woraufhin die Ki das System verlässt. Ein Außenteam dringt in die Basis ein und findet eine abgetrennte Hand mit einem Datenträger. Sie geraten in eine Schießerei, bei der Picaro verletzt wird. Draußen kämpft Balthazar gegen Truppen. Ilara irrt durch die Anlage und löst aus Versehen Alarm aus. Als sich das Team wieder trifft, fliehen sie in einem Transporter, während die Stadt durch eine Explosion zerstört wird. An Bord wacht Picaro auf, alles war nur ein Traum.